Hallo und herzlich willkommen zurück bei Going Medieval. Noch schlafen Sie alle gemütlich? So, wer ist denn mein Holzfäller? Jesse eigentlich. Wer ist mein Koch? Auch die Jesse. Ginevra darf zuerst einmal Holz hacken. Gib ihm da schnell noch ein bisschen was. Bevor der Winter kommt. Wobei sie niedriger ja auch mein Forscher ist, gell? Ja. Ich kann keinen der anderen entbehren. Du gehst jetzt Bäume fällen. Wunden? Crow, beim Trinken? Das muss man erst mal hinkriegen. Ich geht's halbwegs gut. Geht's lagert ein. Lilo baut. Chinedra geht sich ausrüsten, das heißt, er hat was Besseres hergestellt, als er hatte. Okay. Ah, okay. Na komm, Jessie, geh essen kochen. Jessie hat Kochen jetzt auf 12, das ist gut. Pizza ist unglücklich, wieso? Du warst doch in einem Tempel, wieso vermisst du dann religiöse? Und Lilo, sind die schon überall gebaut? Nein, noch nicht überall.
Aber du bist dabei. Jessie gärtnert bitte nicht. Die Jessie macht immer noch Essen. Vier Stimulantien. Lass den Brot kochen. Vier. Fünf. Easy. Geht sie baut? Okay. Jessie geht noch schon wieder. Die Ziele ist jetzt echt bauen. Cool. 2, 4, 6. Kann weg. Er kann weg. Er kann weg. Er kann weg. Und da ich leider weiß, dass der Winter kommt, sollte man hier eigentlich zumachen. Das machen wir aber kurz mit Pause, wenn ich das irgendwie anfange zum Bauen. Die Halle ist aber zu klein. Warte mal. Da machen wir es nicht zu. Abbruch ist C, gut. Machen wir es hier noch länger. Hier machen wir es mal zu. So, Fenster. Nein, jetzt erstmal die Türe, klar. Türe hier rein und hier rein. Und Fenster. Da und da rein. Genau. Moment, das geht so gar nicht. Wir müssen das größer machen. Sonst kommt da keiner mehr rein.
Das ist natürlich Mist. Aber muss sein. Das hier nicht. So wird es wahrscheinlich gehen, dass man dann sagen hierzu. Und dann müssen wir aber hier am besten auch noch eine Türe machen. Dann hätte ich da hinten aber auch keine Türe. So. Genau. Ja. Sinedra, könntest du okay, PC holt hier ab, das ist gut. Jesse, gehst du bitte da oben hin? Wir brauchen eine Stimulantien. Nein, nicht erlauben. Das da soll er ihr abbrechen. Habe ich nur noch 3 Stimulantien? Ne, 7. Sehr gut. Gerade im Schlafbereich fehlt es leider noch. Sind die Sessel jetzt gemütlicher? Regentag durchnässt. Wie geht's den anderen? Ja, ist okay. Etwas müder. Vermisst Unterhaltung. Etwas müder. Hässliche Ausstattung. Etwas müder. Dann machen wir das so. Also ihr gar nicht auf die Idee kommt, was anderes zu tun. Ihr habt hier Freizeit. Ach ja.
Ach so, Menge 1. Mit Steuerung 110 dazu. Gut, Regale haben wir noch genug. Tätigkeiten, Jesse. Du gehst jetzt in erster Linie mal kochen, so. Also, wenn du dann gehst. Haben wir noch rohes Fleisch? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Wer von euch würde jagen gehen? Jagen? Schneedra. Ist okay, geh mal ein bisschen jagen. Elfmal? Nein, 25, okay. Ja, Lilo ist schon fleißig dabei. Nix. Weißt du, hast dich so bemüht mit dem Dach? Sehr gut. Ach, warte mal, das können wir ja auch abreißen. Nein, dann nicht. Sehr schön, Lilo. So, Crow und Leonard sind immer noch da. Ah, stimmt, da müssen wir auch noch schauen. So, bei Leonard wollte ich schauen, dass er nicht mehr schneidet. Also, Erlösung. Ob es die dritte Wiederkunft war, die versuchte, einen armen Sünder zu finden,
indem sie ein Exempel statuieren könnte oder ein anderer oder andere Eiferer. Klar, ihr fasziniert, was fantasierte von Religion, Folter, Flucht, aber Einzelheiten blieben verworren. Würdest du ihr die Zuflucht gewähren? Natürlich. So, was kannten die Kleiner? Also, Medizin, Redekunst, das ist schon mal ganz gut. So wird's nichts, was wir dringend brauchen. Meisterschütze 6. Zimmern leider nur 2, Schneider nur 2, Schmieden 3. Okay, nein, kein Jagen. Oh, eventuell. Botanik. Muss nicht sein. Bergbau, nein. Eventuell. 7. Nein. So. Ich setze erstmal deine Priorität. So, Terminplan. Copy und Paste. Lilo. Könnte ich dich dazu bringen, dass du bitte auf die Schnelle mal einfach das hier priorisierst? Danke. Leinhard, könntest du hier gärtnern kommen? Jesse beschafft Ressourcen. Ah, die macht gerade Mahlzeiten. Gut. Jesse geht beten. Leinhard geht's ganz gut, aber ich glaube auch ohne R. Ich nehme es mal weg. Ja, ich glaube so. Claire genießt, das ist gut. Wir haben jetzt auch ein 7. Bett, das ist noch besser. Leinhard, du kommst daher. Kochkunst 4, Kochkunst 5, Kochkunst 1, 9. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich mal von einem Kannibalen was kochen lassen möchte.
13 Stunden haben wir noch, bis die Feinde kommen. Okay. Zehn hohes Fleisch. Mist, sie hätte da oben schon wieder was. Ja gut, 19 Stimulantien sind schon mal ganz okay. Pizzi sammelt ein, das ist sehr gut, das sammelt gerade Esther. Ja. So, Claire. Was bist denn du? Ja, du kriegst jetzt einen Nahkampf. Alle Schilder, alle Kopfbedeckungen, alle Kleidungen, alle Rüstungen. Mal schauen, was er sich schnappt. Die Einwohner leiden unter Kälte. Es geht also schon los. Haben wir noch eine Winterkleidung? So, im Moment hoffe ich, dass alle Winterkleidung anhaben. Aber jetzt schlaft's gerade. Huch. Na gut, dann würde ich sagen, kommen die Feinde erst in der nächsten Folge für unsere Claire. Wie wollen wir die eigentlich nennen? Strebsame Barbieren. Okay. Fliegelhaft. Okay.
Sie sollte kühl gehalten werden, okay. Kühl, ja, der muss trotzdem. Ausgepeitschter Rücken. Ja. So, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.